Liebe Freunde, hier ist euer Steinwald. Ich habe Joran gefunden, keine Ahnung, ich habe noch nicht mal gewartet. Er stand plötzlich hier rum. Und dann lasst uns ihn mal fragen, wie teuer das Schlachthaus jetzt ist. Also, Pferd kaufen. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ja, prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Ah, hier, Stufe 5, Schlachtross Jenda. Ein besseres Pferd gibt es nicht. Stark, schnell, treu. Ein Schlachtross. Aber? Nun, es riecht nicht gerade nach Rosen. Es stinkt. Genau genommen stinkt es abscheulich. Okay. Was soll das denn bedeuten? Es stinkt. Es stinkt. Von mir aus kann ein Pferd stinken, wie es will. Reduziert das unser Charisma? Stinken wir dann auch? Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. Ja, das ist nicht besonders viel billiger gewesen. Ja, lass uns noch ein bisschen feilschen, aber ich denke, wir investieren das jetzt. So. Hier kann man, glaube ich, richtig Geld sparen. Steigen wir mal so ein. Zufrieden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ich hoffe übrigens, das ist nicht das Pferd, was wir stehlen sollten. Das wäre jetzt ziemlich blöde. Weil dann haben wir Pech gehabt. Abgemacht. 2280 Groschen. So, du hast nun ein eigenes Pferd. Okay, das ist ja eine alte Geschichte. Wo ist es denn? Wir müssen es einfach herbeirufen. Dann kommt es. Ich hoffe, die haben... Nein! Wollte mir jetzt erzählen, dass das ganze Zeug von Pebbles jetzt weg ist. Pferd. Nee, das ist alles da. Wir müssen es nur anlegen. Okay, Gott sei Dank. Gut, wir können sicher noch irgendwie Ausrüstung fürs Pferd kaufen. Aber im Moment sind wir nicht so toll bei Kasse. Deswegen lassen wir das mal. So, das ist unser schönes Pferd. Hervorragend. Also, Pebbles wird es hier sicher gut haben. Schlachtross Jenda. Ich bin mal gespannt, was die Leute jetzt sagen. Was das mit dem Gestinke möglicherweise auf sich hat. Hat das irgendwie Auswirkungen aufs Charisma? Ne, wir haben jetzt 12. Haben wir irgendeinen Buff? Platzhirsch? Nö. Alles okay soweit. Ja gut, dann haben wir richtig was gewonnen hier mit dem neuen Pferd. Und wie gesagt, ich reite erstmal zur Mühle und dann runter nach Thalberg. Oh ja. Das höhere Tempo ist spürbar. Habe ich zumindest das Gefühl. Und die Ausdauer sinkt auch sehr langsam. Auch die Kapazität sollte irgendwie höher sein. Ich denke, das ist alles ganz gut. Ja, wir haben uns gar nicht richtig von Pebbles verabschiedet. Das ist so ein bisschen schade. So, wo ist der Müller? Ja, der Hund knurrt hier. Wer ist da? Was? Das klang wie... Ja, das ist wieder die verwirrte Frau. Auch hier treibt sich der Müller nicht rum. Was ich hier nämlich auch noch machen wollte... Wir haben jetzt... Ah, hier ist er sehr schön. Wir haben jetzt... Nein, ich wollte nicht stehlen. Kannst du rauskommen? Was machst du? Hey! Ja, entschuldige. Ich warte auf den Müller. Der hat da noch zu tun. Der muss noch ein bisschen Holz umschichten. Was ich nämlich auch noch machen wollte... Ich wollte gerne ein bisschen investieren, um was zu lernen. Komm jetzt. Nämlich vielleicht, dass wir irgendwann sehr schwere Kisten öffnen können. Das wäre schon ganz gut. Und die Müller können einem das ja durchaus beibringen. Leider nicht unser dort. In Sasau. Ja, ich kann der Müller mal rauskommen. Das kann doch nicht wahr sein. Man hat es eilig, ey, und... Ja, du könntest mal den Müller rausholen. Jetzt kommt er, sehr gut.
Aber das ist immer noch ein Dorfbewohner und kein Müller. Komm jetzt. Mit Mirka können wir auch nicht reden. Also das ist nicht von Erfolg gekrönt. Leider. Schade. Sehr schade. Merkwürdig. Irgendwie scheint dieser Müller ja dann ein anständiger zu sein. Ein anständiger Müller. So. Auf nach Teilenberg. Hier kann man so schön mal querfeldein galoppieren. Springen kann es auch, unser Schlachtross. Wunderbar. So, ich glaube, hier können wir auch nicht richtig was verkaufen, ne? Oder? Was war hier nochmal? Hier gab es hier so einen allgemeinen Händler. Beim Wirt können wir mal vorbeigucken. Das ist sicher möglich. Und da oben war so ein allgemeiner Händler. Der wird wahrscheinlich nicht die besten Preise haben. Aber besser als nichts. Ich will das Zeug loswerden. Im Zweifel brauchen wir noch den Platz. Aber schauen wir erstmal hier beim Wirtshaus mal kurz vorbei. Da bin ich falsch. Ob es hier was Neues gibt. Ist nichts Neues. Wohl wahr. Ich habe mich mit so einem Händler aus Prag unterhalten und der sagt, es wäre überall so. Wieso das denn? Tja, weil die Straßen nicht sicher sind, müssen sie bewaffnete Eskorten anheuern. Und das ist ein teurer Spaß. Wegen den Wegelagerern? Ja, die sind überall. Dieser verfluchte Sigismund und seine Heidenhunde. Zu König Karls Zeiten herrschte Ruhe und Frieden. Die Zeiten sind vorbei. Gnade uns. Das ist auch schon ein bisschen her, ne? So, Herr Wirt. Glück und Gesundheit. Und wie läuft es so in Thalmberg? Ist alles friedlich hier? Das fragst du noch? Du bist der Bursche aus Skalitz, richtig? Klar bist du's. Frag mal die Leute in Rovna, was dort los ist. Sie kommen manchmal auf ein Bier vorbei und sehen ziemlich unzufrieden aus. Lass mich nachdenken. Ich hörte von den Steinmetzen, dass es im Steinbruch Ärger gibt. Ich hoffe, das verjagt sie nicht. Sie geben hier viel Geld aus. Durstige Burschen sind das. Ich hoffe, Herr Divisch und sein Steinbruchmeister klären das. Okay, da gibt's offenbar irgendwas zu klären. Und wie läuft es so in Talm? Gut, das war alles. Ja, dann müssen wir mal, das müssen wir uns merken, Steinbruch. So, und jetzt noch hoch zu Stefanie. Und vielleicht einmal beim Händler vorbeischauen, ob der uns unsere Handschuhsammlung abnimmt. Den haben wir knallhart umgeritten. Ja, tut mir leid. So, ob Stefanie wieder auf ihrer Bank sitzt? Wir haben nämlich Wein für sie mitgebracht. Nee. Was ist denn? Ist sie dann vielleicht oben? Hier in der Küche? Oder wir müssen die Quest aktivieren, dann sehen wir, wo sie ist. Wir gucken mal oben. Stefanie, wo seid ihr? Wir kurz stören könnten. Eben konnten wir kurz mal an der Seite ihres Rockes hineinschauen. Das war ja... Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Trag nicht so dick auf. Gut, sehr schön. Das war doch mal eine nette Episode, die uns auf jeden Fall aufgeheitert hat. Heinrich aufgeheitert hat. Und jetzt schauen wir da nochmal beim Händler lang. So, das ist er doch. Aber da muss ich ins Pferdeinventar mal gehen und das ganze Zeug mal rausholen, was wir hier verkaufen wollten. Treuer Gefährte, glaube ich, wollten wir verkaufen. Dann die andere Kettenhaube. Eine von diesen schwarzen Gugeln. Warum sind die eigentlich unterschiedlich viel wert? Okay, die hat noch eine bessere Auffälligkeit. Gut, dann nehmen wir die ins Inventar. Und die, das ist unser Kettenhemd. Hier haben wir die drei Lederhandschuhe, die weg sollen. Plattenellenbogenkacheln, die können weg. Und die anderen verzierten Reiterstiefel, auch die. So, der Rest ist soweit okay. Mal gucken, ich meinte, der hat wahrscheinlich gar nicht so viel Geld, ne? Botava. Glück und Gesundheit. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Ja, es ist eher die Frage, ob du Geld hast. 566. Ach nee, das ist mein Vermögen des Händlers, 45. Boah, das ist ja ein Albtraum. Ja, das war ja jetzt eine echte Pleite. Aber was wir, glaube ich, uns noch hier leisten zumindest, ist die Schatzkarte. Da können wir vielleicht irgendwas gegentauschen. Was hat er noch? Nur Kram. Also hier lohnt es sich wirklich nicht hinzugehen. Gut, mal gucken, was wir... Was können wir dagegen verkaufen? Treuer Gefährt. Oh Gott, sind das schlechte Preise. Egal. Ich will das jetzt loswerden. Der Rest ist unser, glaube ich. Ja. So, von der Rüstung. Wir zahlen immer noch 53. Dann werden wir jetzt mal hier die beiden Gugeln verkaufen. Da kriegen wir noch ein bisschen was. Ja, ich weiß, es ist kein guter Preis, den wir hier zielen. Aber egal. So. Lässt sich was am Preis machen? Wobei, für den Preis hätte ich eigentlich nicht falschen müssen. Ist gut. Das war jetzt Quatsch. Das sind ja nur minimale Beträge. Ja, das sollte passen. Gut, ein bisschen was sind wir losgeworden. Das heißt, wir müssen aber wieder leider was zurücktun. Natürlich die Kettenhaube. Gott sei Dank ist jetzt in der Satteltasche ein bisschen mehr Platz. Natürlich die drei Lederhandschuhe wieder. Und die. Okay, alles andere ist soweit in Ordnung. Müssen wir eigentlich irgendwas reparieren? Inzwischen wieder Schneiderset. Können wir nochmal ganz kurz gucken? Nee, schade. Die Schatzkarte. Die hatte ich mir noch nicht angeguckt. Da werfen wir einen kurzen Blick drauf. Ledetschko. Noch eine Höhle. Auf der anderen Seite, auf dem anderen Ufer in Richtung Sasau. Ja, das sollte vielleicht nicht ganz so schwer zu finden sein. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann geht jetzt es als nächstes zum Holzfällelager. Und zwar hier. Die können uns vielleicht den Weg dort beschreiben. Mal schauen. Und dann gucken wir auch bei der Kräuterhexe nochmal vorbei. Versuchen irgendein Gift dort zu erstehen. Da können wir sicher auch mal nach Rezepten oder so fragen. Ja! Bisher kennen wir nur den Schlaftrunk. Wobei... Bei dem würde es sich vielleicht sogar auch lohnen, den herzustellen. Als Sabotageaktion. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann können wir das auch mal ausprobieren mit dem Alchemietisch. Wenn wir denn die Sachen haben. So. Ach so, wir müssen gar nicht mit dem sprechen. Begib dich zur Wegkreuzung mit der verfallenen Hütte. Alles klar. Wir können hier gleich weiter.
Mhm. Ah, das war die Wegkreuzung, wo wir schon mal gesucht haben. Ja, 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 hier waren wir schon. Okay. Normalerweise würde es jetzt wo weitergehen? Folge dem Weg bis zur nächsten Wegkreuzung bei einer Lichtung mit einer großen Buche. Ja, das machen wir jetzt aber mal nicht, sondern wir reiten mal hier zu der uns schon bekannten Kräuterhexe, bei der wir vermutlich keinen besonders guten Ruf haben. Das war die Dame mit der Flugsalbe. Ihr erinnert euch, mit Sicherheit. So. Okay, was kann sie dann hier bieten? Trank des Verderbens. Das klingt doch schon mal gut. Was bringt der? Starke Übelkeit, massive Gesundheitsschäden, die im Tode münden. Die Gesundheit wird schrittweise um 110 Punkte geschwächt. Das ist ja hardcore. Gift schwächt um 50 Punkte. Aber warum sollten wir nicht diesen Trank des Verderbens nutzen? Ist doch völlig in Ordnung. Ich glaube, den nehmen wir. Wollen wir ihn gleich zweimal nehmen? Ja. Also wenn, dann richtig, ne? So, gibt's hier Rezepte? Ja, oh ja, einiges. Okay, das ist ja wirklich viel. Wir haben nicht mehr allzu viel Geld, müssen wir ein bisschen aufpassen. Lehrbuch, Gräser und Kräuter, Gift. Puppenmachertrank. Das, was wir eigentlich brauchten, das, was wir oft nutzen, hier dieser Heiltrank, den gibt es offenbar nicht. Oh, die Preise sind auch deftig. Strauchdiebtrunk. Das ist sicherlich nicht schlecht, wenn wir das Rezept hätten. Das ist genau das, was ihn interessiert. Liebestrank. Könnte er auch ganz gut gebrauchen. Ich würde mal sagen, wir leisten uns mal das Rezept für den Strauchdiebtrunk. So. Warenkorb prüfen. Und jetzt, glaube ich, sollten wir unbedingt nochmal feilschen, weil wir sind fast pleite. Lässt sich was am Preis machen? Mhm. Ist gut. Ist das genug? Das ist zu wenig. Oh, das hat sie ja sehr entschieden gesagt. Aber sie ist noch gut gelaunt. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Gut, prima. Dann, was macht das Pferd da? Egal. Dann lasst uns nochmal hier reingucken. Erstens, ob wir das hinkriegen. Also, wie das Rezept aussieht. So, lesen. Retterschnaps, das interessiert uns nicht. Nächste Seite, Schlaftrunk, das kennen wir schon. Ach so, wir müssen das noch lesen. Oh, Entschuldigung, Leute. Das müssen wir natürlich noch lesen. Nein, ich wollte das Ding verlassen. So, jetzt nochmal schnell das Rezept lesen. So, jetzt aber. Okay. Schlaftrunk, da, Strauchdiebtrunk. Spinnennetz, dafür brauchen wir Spinnennetze. Ich notiere mir das mal. Also, Spinnennetz, Augentrost, Baldrian und Kamille. Haben wir, glaube ich, nicht. Aber gut erstmal zu wissen. So, und was fehlt hier? Öl, Mohnblume, Einbeere, Distel. Also Mohnblume, Einbeere und eine Distel haben wir. Aber Öl haben wir nicht. Aber Öl steht ja hier immer rum, ne? Gut. Dann notieren wir das mal. Also es ist jetzt echt der erste Versuch seit der Beta, dass ich hier mal einen Trunk herstelle. Das kann jetzt auch richtig in die Hose gehen. Ich versuche es mal, ne? Wir machen das mal zusammen. Also, wir haben Mohnblumen in den Kessel.
einen Durchlauf kochen. Einmal kochen. Dann die Disteln. Und nochmal einmal kochen. Dann abkühlen lassen. Und dann die Einbeeren. Gut. Alles klar. So, wie bereitet man das? Bereitet man das irgendwie vor, seine Kräuter? Oder haut man die dann da einfach rein? Tiegel, Mörser. Ach so. Muss man die noch zerstoßen? Aber davon war nicht die Rede, ne? Ach, schaut mal, hier kann ich das auch sehen. Bereite Öl und hier eine Handvoll Mohnblumendisteln und Einbeeren vor. Benutzen kann ich jetzt nicht. Destillator, Kessel. Gut, ich versuche einfach mal das Öl da reinzugießen. Mal gucken. So, dann gucke ich jetzt doch Mohnblumen. Wo steht eigentlich was vom Öl? Bereite Öl vor. Aber wann das in den Kessel soll, steht da gar nicht, ne? Na gut. Wie komme ich jetzt an meine Kräuter? Das ist jetzt die große Frage. Wie Destillator, Violen, Wein, Wasser, Öl, Alkohol. Vielleicht sollte ich mal die Hilfe lesen. Oder, ach, wartet mal. Ich kann mich erinnern, wenn ich hier lese, dass ich dann auf die Kräuter zugreifen kann. Ah, nee, das sind nur die verschiedenen Kräuter, die ich mir anschauen kann. Gut. Wahrscheinlich muss ich einfach ins Inventar gehen, ne? Entschuldigt, wenn ich mich jetzt hier sehr doof anstelle. Okay, also das geht. Aber was wir nicht haben, offenbar, wir haben Mohn nicht. Weil wir das als Questgegenstand möglicherweise haben. Das ist das Problem. Hätten wir denn den Rest? Disteln? Einbeere? Einbeere haben wir, Distel nicht. Okay, Leute, dann ist das erstmal jetzt ein erster Versuch gewesen. Damit beschäftigen wir uns später nochmal. Ein bisschen genauer. Da werde ich mich, glaube ich, mal ein bisschen privat einfuchsen. Gut, auf jeden Fall haben wir das Ziel erreicht. Wir haben hier einen entsprechenden Trank und können jetzt weiter erstmal das Lager ausfindig machen. Dann mal sehen. Also Infiltration am helllichten Tag ist vermutlich jetzt nicht so eine gute Idee. Mal schauen. So, auf jeden Fall jetzt bis zur nächsten Kreuzung. Davon war die Rede. Mit einer hohen Buche? Ah, okay, alles klar. So, wie geht's weiter? Geh nach links und folge dem Weg, bis du die nächste Wegkreuzung erreicht hast. Machen wir. Hier ist noch ein interessanter Ort. Möglicherweise nur die Statue, die von Interesse ist. Oder gibt es hier mal wieder was zu buddeln? Nee. Ist, glaube ich, nur die Statue. Ja, irgendwie sieht die aus so ein bisschen wie so eine alte slawische Statue. Auf jeden Fall irgendwie so eine vorchristliche. Ja. So, Galopp muss jetzt auch nicht sein. Ui, Gott, habe ich mir erschrocken. Was geht er denn hier einfach spazieren? Er
macht sich verdächtig, wenn er von diesem Lager kommt. Puh, wir haben einen Reiten-Fähigkeitspunkt. Den will ich gleich verteilen. Das können wir bestimmt gut gebrauchen. Streitross, das würde ja gut passen jetzt. Dein Pferd scheut nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, außer es wird angegriffen. Ritter, im berittenen Kampf erhältst du sowohl Nahkampf als auch mit Fernkampfwaffen einen Schadensbonus. Ich würde sagen, wir machen mal Streitross. So, Pferdkampf, ich weiß nicht. Das kommt mir irgendwie... Das ist Heinrich irgendwie so ein bisschen suspekt. Das ist nicht seine Welt. Was war das? Ich habe irgendwas gehört, Leute. Ganz komisches Geräusch. Kann aber auch ein Baum gewesen sein, der gekrächzt hat. Okay. Das ist die Wegkreuzung. Nimm die linke Abzweigung und geh bis zur nächsten Wegkreuzung weiter. Da vorne. Man sieht sie schon so ein bisschen. Nein. Okay. Ich sehe hier aber keine Wegkreuzung. Gehe bei der Wegkreuzung geradeaus weiter bis zum Lager. Gut, wir scheinen uns der Sache zu nähern. Aber wo war jetzt eben die Wegkreuzung? Die habe ich total... Ja, die habe ich förmlich überritten. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir steigen erstmal hier so ein bisschen ab, lassen das Pferd hier stehen und werden jetzt unsere laute Rüstung... ja, ich sage einfach mal in die Satteltasche tun, auch wenn wir es nicht wirklich in die Satteltasche tun. So, den Bogen können wir ausgerüstet. Ich meinte, das ist ja alles nicht laut, ne? Ne, die Waffen haben keinen Einfluss, glaube ich, auf die Lautstärke. So, jetzt wieder so eine Art Kompromissvariante. Der Kyras wird abgelegt, der dunkle Gambeson bleibt, die Jagdhandschuhe ziehen wir an. Die Armschienen lassen wir aus, die Kettenbeinlinge auch. Die auch, die Leisetreter. Und die Rittersporen natürlich auch weg. Okay, gut, das ist der Stand der Dinge. 21, 24, 5. Ich glaube, das ist erstmal ganz okay. Dann wollen wir schauen. Da hinten sehe ich gerade schon jemanden rumlaufen. Habe ich zumindest das Gefühl. Da kommt jemand. Aber dass hier Wanderer in der Nähe dieses Lagers sind, erscheint mir jetzt irgendwie sehr merkwürdig. Die trauen sich ja was. Bin ich jetzt auch auf dem richtigen Weg? Ja. Ja, die Beschreibung ist schon ganz richtig. Tief im Wald, das Ganze. Da sitzt jemand. Ist das eine Wache? Können wir den umgehen? Gut, Leute, ich würde mal sagen, an diesem Moment verstecken wir uns mal hinter diesem Baum und machen eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.